Servus, ihr lieben Leute von heute. Servus, herzlich willkommen zur nächsten Gothic 2 Folge. Das ist jetzt müsste die neunte Folge sein. Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind hier in Corinnis. Ja, wir haben in der letzten Episode mit dieser Greta geredet, ihr 100 Gold abgeknöpft, weil sie schuldet diesen Matteo noch Geld. Und dieses Geld gebe ich Matteo jetzt auch. Somit werde ich einmal speichern. Ja, und wir wurden quasi von Pablo angeredet. Oh mein Gott, Sträfling, ne? Das, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Weiß ich nicht. Schau mal, Matteo, dein Geld. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Schauen wir nochmal. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Natürlich. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Leute. Danke. Und wir haben schon wieder Erfahrungspunkte gesammelt und es ist finster gerade. Ist es eigentlich? Es ist finster. Ist mir jetzt aber egal, weil im Moment dann sehe ich eigentlich ganz gut. Ja, dann machen wir uns auf zum nächsten Handwerker, weil ich muss ja quasi Söldner der Stadt, Söldner, Bürger der Stadt werden und da brauche ich eine Lehre. Ja, ich möchte mich wirklich bei jedem quasi vorstellen. Ich weiß aber schon, wo mich der Weg hin verschlagen wird. Und zwar zu... Wie heißt denn der jetzt eigentlich? Zu Bosper. Bosper, Leute. Bosper. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich? Ich bin Stufe 2. Ich brauche 1270 Erfahrungspunkte. Brauche ich noch? Ich habe 5 Lernpunkte. Ja, Leute. Also ich gehe mal da jetzt zu den Schmieden. Schmieden. Speichere ich einmal das Spiel? Habe ich es vorher gespeichert? Keine Ahnung. Servus! Da haben wir Brian. Wer bist denn du einmal? Warte mal. Neu in der Stadt, was? Nö. Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Vom Harald? Klar. Oh. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Natürlich. Nein. Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Ja, der Harald. Warum willst du die Stadt verlassen? Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich, jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Ja. Erzähl mir mehr über Meister Harald. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Ich habe sowieso kein Geld. So, Harald. Servus. Der Harald, Leute. Schau noch mal. Warte mal. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks.
In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Lass uns noch mal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner. Wenn ich dich so ansehe, könntest du recht haben. Du hast nicht viel auf den Rippen. Aber das kann ja noch werden. Trotzdem musst du mir beweisen, dass du den Mut zum Kämpfen hast. Geht's vielleicht diesmal auch eine Nummer kleiner? Komm. Der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen am Osttor rumtreiben. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Dann weiß ich, dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nö, gar nicht. Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Ja, klar. Das da vielleicht? Kann ich bei einem anderen Meister anfangen? Ja, das sagt er dann. Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Okay. Verkaufst du Waffen? Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Ist ja unfair. So. Ist egal. Harald, du bist ein Wahnsinn. Harald. Ach Gott. So, ihr Lieben. Kann ich irgendwo lernen? Warte mal kurz. Stärke. Wer kann mir Stärke beibringen? Geschicklichkeit wäre auch toll. Aber, Leute, es haben wir da mal geredet. Als nächstes, jetzt speichere ich einmal das Spiel. Ja, so ist es, Leiden. Da hinten. Da ist ja der eine. Also da ist der Konstantino. Das ist ja quasi der nächste, nicht Lehrer, Ausbilder. Servus. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Schauen wir mal. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, also mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Wenn du noch langsamer redest, dann schlafe ich ein. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Ich will ja nicht Alchemist werden. Verstehe. Das höre ich zum ersten Mal. Schauen wir mal. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Natürlich. Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Zeig mir deine Ware. So, schauen wir mal. Reine Lebensenergie. Zur Herstellung eines mächtigen Trunks. Zur Anwendung ist das Wissen über Elixiere der Heilung 1000 wert. Das kann ich mir nie leisten. Reines Mana.
Die göttliche Kraft der Gestirne. Also hier haben wir Rezepte, schau doch mal. Wahnsinn, oder? Zur Herstellung eines mächtigen Trunks. Göttliche Kraft der Gestirne. Knochen eines Goblins. Knochen, schau doch mal, der Knochen eines Goblins. Flügel. Und Laborwasserflasche. Nö, ich kann dir auch nichts verkaufen. Tschüss. Passt. So, ihr Lieben, jetzt haben wir da auch einmal was getut. Warte mal kurz, was ist denn das da eigentlich? Nö, das ist kein Buch, das man lesen kann. Das ist wirklich schade. Wartet mal ganz kurz. Ich speichere noch einmal ein, weil, Leute, schaut mal, da ist eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Also ich würde ungern bestehen, aber ich mach's aber. So, es ist finster. Es ist Abend, Leute. Das kann ja nicht eben Regis, Brian, Bürger, Bürgerin, da haben wir Bartok. Da ist ein der Bartok. Das ist ja der ehemalige Lehrling vom Bogner. Na? Das höre ich zum ersten Mal. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Nö, wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Aha. Ich weiß langsam. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen, in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Da muss man noch mal zuhören. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Das ist doch alles nur Gerede. Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Ich hab so einiges gehört. Redet einfach zu viel. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Meinst du, mir geht es besser? Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich habe Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Ich kann das nicht glauben. Ich bin ganz deiner Meinung. Schlimme Zeiten sind das. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist ja schrecklich. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Man darf halt ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Das hat er wirklich nicht. 5 LP habe ich nämlich noch. Bogen. Leute, das ist jawohl. Kein Geheimnis mehr. Und glaub ja nicht, dass das alles ja. ist. Davon lasse ich das habe ich nichts mehr nach. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Gut, da habe ich Bogen kann. Trainiert. Ja, ich super. Na also, ich weiß, du bist schon treffsicherer geworden. Das ist doch alles nur Gerede. Wirklich? Was ist denn, wir zusammen auf die Jagd gehen? Was ich glauben soll. Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Aber? Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Sicher, ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosbo verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Was soll das? Ja, okay. Meinst du, hier sind sie. Geht es besser? Das habe ich schon immer gesagt. Ah, okay. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Sag nicht. Schauen wir mal. Jagen will ich jetzt noch nicht gehen.
Wie viel Geld habe ich? 95. Aber das ist eigentlich noch gar nicht so schlecht. Zu Beginn, Leute, also das war der Bartok. Der Bartträger. Dann haben wir Pablo, der ist auf einmal hier. Leute, ich will schlafen gehen. Mittlerweile ist schon so finster. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Entschuldigung. Mach mir Ärger, kann ich nicht. Ach, Leute. Irgendwer muss die Arbeit. Ja, ich muss da bestimmte Sachen halt machen. Ich will jagen gehen, auf jeden Fall. Aber wie soll ich das mit ihm, schätze ich mal. Weil wenn ich mit ihm jagen gehe, bekomme ich auch Erfahrungspunkte. Es tut mir leid, lieber Matteo. Ich muss bei dir auf jeden Fall jetzt schlafen. Verdammt, was willst du? Ich will ins Bett. Ja, nichts, was willst du? Sei höflicher, Matteo. Ist das überhaupt der Matteo gewesen? Servus. Ja, da kann man ja schlafen. Das finde ich ja richtig cool, weil da sagt nie irgendjemand was. Hatte das nicht. Das ist, finde ich, richtig cool. So, wie schaut's aus? 16 Minuten. Ja, geht noch ein bisschen, Leute. Da hinten werde ich mit weiteren Personen reden und eine sehr lange, aber sich ein sehr langer Dialog mit dem Vatras hier, oder wie heißt der? Viagra, was? Aber das werde ich jetzt gar nicht machen, Leute. Wo ist denn jetzt, schaut mal, da ist nämlich, wo ist denn der? Falls das Tier zurückkehren sollte. Stadtwache. Das ist nämlich der Vatras. Der Vatras. Mit dem muss ich reden. Ich brauche seinen Segen. Es reimt sich. Sag mal, wo ist denn der jetzt hin? Da war doch der. Das ist die Taverne. Wer bist du? Koragon. Servus. Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Hey, super. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino Beispiel. Bah. Ich kann den Kerl nicht leiden. Ich hasse den Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Ja, einleuchtend. Ich will das auch. Ich will mich auch besaufen. Ja, aber ich bin nicht bei der Miliz oder bei den Paladinen oder irgendwas. Ja. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Aber die haben nicht gefunden. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinnes ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Vogel. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Bürger der Stadt werden. Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt, dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Zeig mir deine Ware. Du hast ja nichts. Ich habe auch nichts.
So, ihr Lieben, dann haben wir auch mit dem Tavernenmeister hier geredet, ne? Ja, also es ist viel Rederei, viel Herumtuerei hier, ne? Am Herd, kann ich am Herd eigentlich was machen? Das weiß ich nicht. Herd? Ja, schau doch mal, ich kann braten. Ja. Ich weiß nicht, wie viel man da, wie viel Fleisch ich eigentlich habe. Aber das müsste normalerweise so lange gehen, dass ich der Fleisch brate, bis ich nichts mehr kann, ne? Ich muss mal schauen, Leute, weil ich glaube, so geht das. Es ist ja nicht so wie beim ersten Teil, dass man einfach drauf gedrückt lassen muss und dann noch einmal drauf drücken, damit es weggeht, sondern hier braucht man einfach, da merkt man nicht, wann es fertig ist, hier im zweiten Teil. Es ist total schräg irgendwie. Also beim zweiten Teil brutzelt das auch gar nicht. Das ist so super gewesen, das ist Brutzelgeräusch. Fand ich so richtig cool. Ja, außer man macht das im Lagerfeuer. Ich weiß ja, im Lagerfeuer. Also ich weiß es jetzt ehrlich nicht. Ja, schauen wir mal, wie viel Fleisch. Ich habe viel Fleisch, Leute. Na klar, ich habe viel Fleisch. Das werde ich auch essen müssen. Also wenn ich kein Leben mehr habe. Leute. So, die Folge ist vorbei, ihr Lieben. Die Folge ist wieder einmal vorüber. Was schon? Das gibt's ja nicht. Ja, wie viel Fleisch habe ich noch? Schauen wir mal, Leute. Schauen wir mal, wie viel Fleisch ich noch habe. Ja, schau da mal. 13 gebratenes Fleisch. Rohes Fleisch, nur noch ein einziges. So, jetzt dürfte es normalerweise nicht mehr gehen, oder? Womit denn? Ja, passt. Also, es hat gebraten. 14 Stück gebratenes Fleisch momentan. Ja, die Folge ist vorbei und in der nächsten Folge schauen wir mal ein bisschen von der Stadt einmal raus, weil wir aber schon doch, einige Folgen in der Stadt Adamus sind. Stand, und das heißt eigentlich, dann geht's actionmäßiger weiter, weil ich schaue, dass ich irgendwie kämpfe. Keine Macht. Danke hatte. Fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt weiter dabei. Euer Horsti sagt Game Over. Tschüssi. Ciao. Waren Ordnung und Chaos zugleich.